Marcel, wenn dich wer fragt, was ist denn das hier für ein Projekt, was antwortest du dem? Was macht ihr hier? Ja, ein bisschen Multiplikatoren und Training, Schulen, Sachen bei. Zu welchen Themen? So Internetsucht, Cybermobbing und wie man im Internet umgeht. Passwort. Macht Spaß? Ja. Gut. Nix. Wie geht's euch denn, dass ihr euren Mitschülern was erzählen müsst, dass ihr plötzlich Lehrer oder Lehrerin seid? Gut. Geht gut? Ja, ganz gut, ist mal was Neues. Und gibt's was, was schwierig ist? Ja, am Anfang der ersten Stunden, ja. Sie unter Kontrolle zu machen. Das heißt, die zicken rum? Ja, ab und zu. Und macht's Spaß? Ja, schon. Haben wir was, dein Job hier an der Station? Für die Sicherheit des Passworts. Ah ja, du machst also alles rund ums Passwort. Was machst du da genau? Erklären, was sicheres Passwort ist. Mhm. Und wie machst du das? Ja, sicheres Passwort hat man. Ein sicheres Passwort sollte Sonderzeichen, also Ausrufezeichen und Ausrufezeichen und so. Schwach, viel zu schwach. Hast du das Gefühl, dass die deine Mitschüler mitmachen? Oder finden die das albern? Also die, wo jetzt halt hier immer herkommen. Also es gibt halt manche Gruppen, die machen mit und es gibt aber auch welche, die machen halt draußen nur Spaß. Also die wollen da eigentlich gar nicht wirklich mitmachen. Und ist das eigentlich anstrengend, mit seinen eigenen Klassenkameraden und so zu arbeiten? Nein, also wir haben es ja bei der ersten Gruppe auch so gemacht und daran gewöhnt man sich ja auch nach einer Zeit. Mhm. Und also was, anstrengend ist es jetzt nicht. Was ist denn für dich das Spannendste hier an der Station Cybermobbing? Dass es verschiedene Themen, also verschiedene Themenbereiche auch dabei gibt. Und es ist halt im Internet nicht so interessant. Mhm. Und hast du das Gefühl, dass das sinnvoll ist, was wir hier machen? Ja, schon, weil kann man die Erfahrung weitergeben. Mhm. Und was macht dir ganz persönlich am meisten Spaß dabei? Schülerinformationen über selbst weiterzugeben. Mhm. So, Janne, was macht dir am meisten Spaß, hier als Multiplikator in der Schule zu sein? Also ja, man erfährt halt immer Neues dazu und ja, man erfährt halt interessante Sachen. Gab's was, was du über Cybermobbing vorher so noch nicht wusstest? Ja, was für Strafen es gibt, also mit Beleidigungen und so, dass es da auch zu Gefängnis führen kann. Mhm. Und ihr müsst das ja eigentlich total oft machen. Also wir haben ja ganz viele Klassen und letztendlich macht ihr das ja fast 24 Mal immer dasselbe. Ist das nicht langweilig? Nee, eigentlich nicht, weil es sind ja immer wieder andere Schüler und ja, ist ja für uns auch eine Erfahrung, wer alles was wissen will und wer nicht. Mhm. Wenn es sowas nochmal geht, würdest du da wieder mitmachen? Ja. Super, danke. Lernt ihr denn dabei, wenn ihr hier so jetzt plötzlich Lehrer oder Lehrerin seid? Gut präsentieren und klassisch. Aha. Die Aufgabe des Lehrers, dass es schwer ist. Kann man jetzt den Lehrer besser verstehen? Ja, schon. Und macht es euch auch Spaß? Ja, manchmal. Wann macht es keinen Spaß? Wenn die Schüler laut sind, macht es keinen Spaß. Okay. Nico, an welcher Station bist du hier? Worum geht's hier? Scheiß Dreck, Mann. Weiß ich nicht. Weißt du nicht? Doch, um Facebook und die Bedienung von Facebook und den sozialen Netzwerken. Genau, und was ist dein Job hier? Was machst du hier? Ich muss den Video zeigen von Livestream und
immer einen Fragebogen ausfüllen lassen. Und macht Spaß? Ja. Ist cool? Ja. Wie ist das so, den eigenen Klassenkameraden und sowas zu erzählen? Ja, ist schon cool. Macht Spaß. Also ist dir nicht peinlich oder Nö. So? Und würdest du wieder machen, wenn es ja. Perfekt. Danke dir.